Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute zeige ich euch, wie man die leckere Sweet Chili Soße selber machen kann. Und zwar super in der iPrep and Cook. Schaut es euch an, ich hoffe, es gefällt euch. Alles liegt bereit für meine selbstgemachte Sweet Chili Soße, die wir heute in der iPrep and Cook machen wollen. Und zwar haben wir natürlich als erstes hier Chilis, genau genommen Peperonis. Peperonis, ein bisschen Klugscheißer, ein bisschen Unterart der Chili, in der Regel nicht so scharf wie Chilis, gibt es aber auch scharf. Daraus macht man meistens Paprikapulver und aus den Chilis macht man wirklich Chilipulver, also deutlich schärfer in der Regel. Die Peperoni hier reichen aber vollkommen und sind gut geeignet für unsere Sweet Chili Soße, die in Deutschland ja doch auch inzwischen ziemlich beliebt geworden ist. Ich glaube, vor 10 Jahren gab es sie noch gar nicht in Deutschland. Heute kennen die doch ziemlich viele aus der thailändischen Küche, aus der chinesischen Küche. Die machen wir heute mal selber. Also, wir haben hier Peperoni, die völlig ausreichen, ungefähr 20 Stück hier von der Menge her. Dann habe ich hier für die Fruchtigkeit noch mal ein paar kleinere Paprika hier heute gefunden bei unserem Gemüsehändler hier. Die fand ich ganz süß. Das ist immer ganz schön, weil die so ein bisschen fruchtigeren Geschmack reinbringen, ne? Die haben so eine etwas süßere Richtung und die passen sehr gut dazu. Müsst ihr nicht machen, ihr könnt auch nur Chilis nehmen, aber ich fand das sehr schön. Deswegen nehme ich also jetzt hier mal ein paar Paprika dazu. Ihr könnt auch eine rote Paprika nehmen, eine Spitzpaprika, was ihr wollt. Nur keine grüne, denn die zerstört euch die Farbe. Dann habt ihr hinterher wirklich grünen Farbstoff in der Soße, das wollen wir nicht. Ja, neben den beiden Paprika hier, also Peperoni und Paprika, kommt bei mir kein Essig in die Soße, sondern ich nehme hier Limetten. Limetten sind nicht billig, weiß ich, schmecken aber wirklich auch anders als Zitronen und schmecken anders als Essig. Viele machen ja die Soße mit Essig. Ich mache es nicht, sondern mit Limetten. Probiert es mal aus. Die Limette hat wirklich eine völlig eigene Richtung, schmeckt sehr gut und deutlich besser als Essig, finde ich. Dann kommt dazu Knoblauch noch hier, ordentlich 5-10. Dann kommt dazu Ingwer bei mir. Ist auch nicht in allen Soßen drin. Ich liebe Ingwer. Schön scharf, fruchtig, frisch. Also bei mir kommt noch Ingwer rein, dann brauchen wir natürlich, weil es ja süß-sauer ist, ne? Sauer hier und süß, Zucker, da kommen wir auch nicht drum rum hier. Ich nehme hier braunen Zucker, macht ein bisschen nochmal die Soße dunkler, die Farbe schmeckt nach meiner Auffassung auch ein bisschen nussiger, ein bisschen kräftiger. Ja, dann werden wir Wasser brauchen hier, das ist ein guter halber Liter, den ich jetzt hier habe, den wir dann noch dazu gießen werden. Das Ganze würzen wir mit ein bisschen Salz und wir werden hinterher die Soße andicken mit Stärke. Ich habe hier Maisstärke genommen. Ihr könnt auch normale Speisestärke nehmen. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles einmal angesprochen. Und dann mache ich mal die Vorbereitung, bevor wir in die iPrep gehen. So, Vorbereitung abgeschlossen. Und das ist übersichtlich, ne? Was wir jetzt hier alles brauchen für unsere Sweet Chili Soße, für die süße Chili Soße. Und dann haben wir als letztes jetzt nur noch hier die Limetten gepresst. Das ist nicht viel. Mal gucken, wenn das nicht genug Säure ist, muss ich mal schauen, ob ich noch nachpresse oder nochmal ein Schuss Essig oder Zitronensaft zugebe, aber das sollte eigentlich reichen. Und dann können wir in die Maschine gehen. So, Maschine ist aufgebaut. Also dieses Knet- und Mahlmesser finde ich viel universeller als das Ultrablade. Ich benutze das lieber und das nehme ich auch heute. Das setze ich ein und jetzt gebe ich einfach zunächst mal die Peperoni und alles, was ich geschnitten habe hier, Knoblauch, Ingwer, Paprika in die Maschine. Und jetzt schauen wir mal, ob die Maschine das so klein macht, wie ich das haben möchte. Eigentlich möchte ich kein Püree haben, sondern ich möchte so ein bisschen stückig was haben, noch in der Soße später. Also Turbo, das ist die 13, weil die immer so ein bisschen hochschmeißt und dann wieder runterfallen lässt. Und das machen wir erstmal nur 5 Sekunden, kleinste Stufe. Und wenn das nicht funktioniert, gebe ich ein bisschen Wasser dazu. Das brauchen wir sowieso gleich, aber wir gucken erstmal. Auf geht's. Oh, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Na, ihr seht hier also, ich immer runterschiebe, dass das schon eine gute Konsistenz hat. Aber ich denke, das ist noch zu grob. Ne? Also das ist jetzt doch noch ein bisschen sehr heftig. Könnte man auch so lassen, wer es so stückig mag, der lässt es einfach so. Aber, oh, das riecht schon echt richtig, richtig, richtig frisch, richtig gut. Aber mir ist das noch zu groß jetzt. Ich mache nochmal einen Durchgang, also nochmal Stufe 13, 5 Sekunden. Vielleicht reicht das schon. Aber ansonsten sieht das Ergebnis schon gut aus. Und ihr seht, dieses Knet- und Mahlmesser, das arbeitet gut. Das ist wirklich klasse. Noch ein Durchgang. So, Stufe Maximum 13 und
5 Sekunden, auf geht's. So, als nächstes gebe ich Wasser hinzu. Diese 500 Milliliter. Und jetzt lasse ich die ganze Mischung erstmal aufkochen, damit sie hier die Aromastoffe sich schon mal ein bisschen lösen können im Wasser. Und da nehme ich jetzt hier Stufe 3. Das müsste reichen zum Rühren bei der dünnen Masse. Und jetzt natürlich volle Pulle. Jetzt brauchen wir 100 Grad. Und da das ja ein bisschen braucht, bis sie die 100 Grad auch erreicht, machen wir hier 15 Minuten. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Auf geht's. So, die IPAP ist fertig. Und die Farbe ist auch schon toll. Die passt schon wie die gekaufte. Wird nur besser schmecken, hoffe ich mal. Und jetzt können wir weitermachen. Und jetzt gebe ich hier zusätzlich den Zucker hinzu. Ach, der hat sich schon hier ein bisschen Feuchtigkeit gezogen. Und den Limettensaft hier. Und das Salz. So. Und ich mache jetzt nochmal hier Stufe 3. Hat völlig gereicht, war genau richtig. Eigentlich reicht auch Stufe 2. Ich nehme mal Stufe 2 hier. Die Masse ist ja sehr flüssig. Und wir machen nochmal 100 Grad, denn der Zucker soll sich jetzt ja verbinden mit der Masse. Und das Ganze lassen wir jetzt nochmal 10 Minuten richtig ordentlich aufkochen. Und dann schon mal wieder rein. Auf geht's. So, ihr seht, die IPAP ist fertig. Zurzeit natürlich noch wirklich dünn wie Wasser. Und ich habe jetzt hier meine guten zwei Esslöffel Maisstärke, habe ich jetzt hier mit einem Hauch, einem Schluck Wasser aufgelöst. Und das gebe ich jetzt einfach hier in den Topf. Und jetzt lassen wir das Ganze mal nochmal mindestens 5 Minuten aufkochen. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Stufe 2 und Temperatur ruhig nochmal 100 Grad, dass das ruhig nochmal richtig aufkocht. Und wir machen erstmal nur 5 Minuten, das sollte eigentlich reichen. Und dann schauen wir mal. Auf geht's. So, und ihr seht hier schon, die Soße hier hat natürlich noch eine sehr dünne Konsistenz. Das darf euch aber jetzt nicht täuschen, denn die ist heiß. Wenn ihr die gekaufte heiß macht, sieht die genauso aus. Wir werden sie jetzt mal ein bisschen abkühlen lassen und dann zeige ich euch mal, wie die aussieht. Und dann machen wir auch einen Geschmackstest. So, Soße abgekühlt. Ich habe jetzt mal hier beide Soßen. Das ist meine, die ich jetzt eben gemacht habe. Und das ist die industrielle hier, ne, die ich vorhin schon mal vorgestellt hatte, die süße Chili-Soße. Jetzt sieht man schon hier bei der, ne, die hat jetzt, wo sie kälter wird, dann doch schon eine andere Viskosität hier. Sie wird fester und ist also auch wirklich so soßenmäßig schon. Sie ist auch immer noch nicht ganz kalt, also wenn sie im Kühlschrank war oder wenn sie jetzt länger steht, dann wird sie auch wirklich ganz fest. Das ist erstmal die erste Soße. Jetzt gucken wir mal hier die industrielle. Ja, ne, die ist doch noch ein bisschen dicker, die ist ein bisschen fester. Aber das könnt ihr natürlich steuern, wenn ihr jetzt mehr Maisstärke reingebt. Oder Xanthan, was ein bisschen standfester ist, dann wird es auch fester. Aber gucken wir uns mal die Konsistenz an. Ja, da ist natürlich viel, viel Wasser und viel Soße. Also jetzt nicht so wahnsinnig viel an Chili und anderen Sachen. Gucken wir mal die selbstgemachte an. Ach, die sieht natürlich völlig anders aus, ne? Da hier sieht man auch, da ist natürlich noch richtig stückig Peperoni drin. Da ist noch Ingwer drin. Also völlig andere Konsistenz und jetzt kommt natürlich der große Geschmackstest. Ich fange mal wieder mit der gekauften an. Und zunächst mal mit der hier. Ja, süß. Nicht so sehr scharf. Wenig Bestandteile drin. Aber durchaus lecker. Ich mag die. Aber mittlere Schärfe eben. So, jetzt mal die eigene. Scharf. Nicht ganz so süß.
und deutlich fruchtiger. Also vom Geschmack her viel, viel frischer. Ich räume ein, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ein bisschen Ingwer drin habe. Den würde ich auch immer wieder reintun. Also machen wir es kurz nach langen, langen Tests. Die selbstgemachte Soße hier ist wirklich um Längen besser. Ich meine es ernst. Probiert es einfach aus. Die ist wirklich super, super fruchtig. Scharf, aber nicht zu scharf. Und wie gesagt, wenn sie noch kälter wird, dann wird sie auch noch dickflüssiger. Sonst gibt ihr ein bisschen mehr Stärke dazu. Sensationell. Also, ich würde sagen, meine süße Chili-Soße hier selbst gemacht, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst. Bye. Koch mal schnell.